Das Training ist beendet und jetzt stehe ich hier vor euch. Fertig trainiert und bereit, weiter zu zocken. Ich zeige euch einmal, was ich erreicht habe. Und zwar seht ihr das schon. Ja, wir können die Level einfach mal so stehen lassen. Alle sind auf Level 25 und vom Job-Level auch ziemlich gestiegen. Und mit diesem Level denke ich, können wir hier auch einiges erreichen. Jetzt gehen wir mal los. Jetzt muss ich noch mal umstellen. Ne, plus 100% brauchen wir nicht. Wir machen plus minus 0. Das ist in Ordnung. Ich gehe jetzt einfach mal die Wege hier alle ab. Wir müssen sowieso alle abgehen, damit wir auch alle Goodies bekommen und das hier machen können. Die Hebelbetätigung. Hier kommt die Musik so leise vor, aber das ändert sich wahrscheinlich gleich, wenn das Falten losgeht. Wir wollen ja immer noch zur Festung und da müssen wir erstmal dieses olle Mühlwerk überstehen. Ja, keine Ahnung, wie sich das halt einfallen lassen. Okay, da haben wir jetzt wieder die tapferen Eisenmänner 2 Typ E. Könnte ja einfach mal hier Deus Ex, dann sind die auf Anhieb Matsche. Wir gucken erstmal mit Blitzen. Du machst bitte Magie und du, ganz wichtig, machst Diebstahl. Und zwar Plündern. Oh, hier wird erhöht durch Plündern. Hier, diese E-Typen gehen nämlich immer Äther, was ziemlich nice ist. Das überleben sie jetzt, okay. Und Schaden machen sie auch, finde ich gar nicht lustig. Du kannst angreifen. Ja, wenn du vorher dran kommst, Magnolia, machst du einfach mal heilen auf alle. Und du plünderst mal den anderen aus. Ja, yeah, nochmal zweimal Äther. Nice. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Da ist eine Truhe. So ein Mist. Jetzt wird er ja erst lang. Die Truhe möchte ich gerne haben, denn sie ist für mich gedacht. Ach Mann, ich würde ja lieben gerne nur noch Deus Ex spammen, aber kostet halt ein bisschen mehr. Wenn ich das halt die ganze Zeit mache, dann, ne? Ja, der geht mir irgendwann auch das Mana relativ schnell aus und das wäre uncool. Ja, Panzerlied kannst du ruhig machen. Ja gut, danach physisch anzugreifen ist uncool. Erdtrommel, na super. Wie unnötig. Eine Erdtrommel bringt doch nichts. Nein, nein. So, was haben wir da? Zeus Rache. Naja, gut. Nimm mit, was mitgeht, geht mit. Ja? Das für welche? Das sind wieder Typ E. Typ E ist ganz okay, die können wir ja schön bestehlen. Alles erstmal auf den einen. So, und wieder zwei Äther. Herrlich. Eins. Hey, jetzt haben wir 4 Äther bekommen. Wofür wir sonst Unmengen an Geld zahlen müssten, haben wir jetzt umsonst gekriegt. Das ist schlecht. Warum bist du nicht tot? Das war jetzt so aber nicht gedacht. Dann machen wir eben Lebensdieb. 14. Nee, einfach mal nichts abgezogen, ey. 10 Schaden. Na gut. Dann halt nur 10. Rockfilet, naja. Brauchen wir im Endeffekt alle nicht, weil wir ja keinen Katzenbeschwörer lernen, oder? Scheiße ist. Das ist schon besser, 800 Gold. PG, oder was weiß ich, wie die Währung auch genannt wird. Okay, das sind mir deutlich too much. Jetzt werden wir mal auf Deus Ex gehen. Natürlich vorher noch die Astralmagie und Deus Ex nochmal verstärken. Und wir können eigentlich von dem A oder von dem A-Typ hier was plündern. Wenn wir schon dabei sind. Phönixfeder, danke.
Wir haben echt, und das habe ich, könnt ihr euch vorstellen, die ganze Zeit gemacht hier zum Trainieren. Ich habe einfach diese Typen da plattgehauen mit Deus Ex oben beim Heiler und habe die ganze Zeit dann, nachdem ich zweimal Deus Ex gemacht habe, oder dreimal, mich dann ausgeruht und gleich wieder drauf. So, ich weiß gar nicht, wie ich an die Kisten komme. Weiß ich gar nicht. Ein Mysterium. Kann mir das jemand sagen? Das habe ich bei meinem ersten Durchlauf auch schon nicht rausgekriegt. Wahrscheinlich ist das voll easy. Ja, komm, hier ist extra so der Geiz. Plündern, nehmen wir den E, nehmen wir Äther von. Ist nützlicher. In diesem Moment, da wir die später dann nicht kaufen müssen. Und ein Joblevel Felia. Unterstützungsfähigkeit MP Booster. Die hat sie jetzt auch gelernt, das heißt, den kann sie jetzt auch. Sind jetzt nicht mehr auf den Beschwörer angewiesen. Ein Teleportstein. Wir können das also hin und her switchen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was Fort Luna macht. Wie sieht's da aus? Ach, es ist noch was im Bau. Okay. Alles klar, es ist noch was im Bau. Hier hoch. Jo, und jetzt haben wir das auch geschafft. Da sind wir durch. Aber da oben bei der Treppe immer noch gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Da oben auch noch nicht. Das ist noch eine Treppe. Aha. Müssen wir gleich mal schauen. Wenn wir da wohin kommen. Verbündete greifen zuerst an. Dankeschön. Plündern. Den E. Wie gesagt, wenn möglich, hätte ich gerne den Äther. Ach, das ist hier so schön. Weiß nicht, wie man da reinkommt. Von da oben? Ging da ein Weg lang? Ging da ein Weg lang? Moment. Dann hab ich Scheiße erzählt. Wenn das der Weg hier ist, dann tut's mir leid. Dann habe ich die zwei Kisten doch schon gehabt. Da war es so anders. Nee. Da führte irgendwo ein Weg lang. Aber den, glaube ich, habe ich echt nicht gefunden. Oder eine Gruppe fühlt sich mutig. Das ist natürlich eine Bestätigung. So, den E-Typen nochmal ausplündern. Deus Ex. Und eine Bestätigung, noch einen Kampf zu machen. Klar, dann nehmen wir die Erfahrung halt nochmal mit. So, Brave. Zack und zack. Du machst wieder Deus Ex, ist eh alles vorbei. Magie und du kannst mal den Geistesdieb machen. Mal gucken, ob der was zieht. 12 ist gar nicht so schlecht. Und tschüss. Quatsch. So, die Erfahrung hat sich jetzt erhöht. Nein, wir machen jetzt keinen extra Kampf mehr. Das muss reichen, denn langsam gehen mir ja, wie gesagt, die MP aus und ich muss ja auch noch. Ich muss ja noch wieder zurückkommen. Dann sind wir auch gleich schon oben angekommen. Hm, spannend, was uns da wohl erwarten wird. Boah, ihr nervt. Ja, 2 Deus Ex kann ich noch. Ich hoffe mal, mehr Gegner kommen dann auch nicht. Autsch, der fiese Perforator, ey. Ja, ist klar, dass ihr auf einmal alle angreifen dürft. Ach, das läuft doch alles ganz gut. Ein bisschen extra Training, dann geht das auch alles. Blödele. Nein. Sollst nicht hochlaufen. Das habe ich nicht erlaubt. Jo, ich bin enttäuscht von dir. Ja, menschlich ziemlich enttäuscht. Aber gut, was will man erwarten? Heartens us all. Oh, it's you too.
I was hoping for someone more competent. Oh, afraid we're fresh out of copper tents, sir. Look, you, Jenny Olja, and his crew will be coming this way any minute now. Leave him to us, sir. They're too much for you, and you know it. So I've got a present for you. Maybe you've seen it before. The looker in the science lab? That slippery, slimy, slobbery thingy? That's it. As soon as the enemy arrives, point it their way. And try not to screw up, you hear? Yes, sir. Okay, was haben die da vor? Da steht schon einer. Uncool. Die haben uns irgendwas hingestellt. Das findet der Duran gar nicht lustig. Frechheit. Na gut. Vorher speichern wir. Dann gucken wir einfach mal, was sie uns da in diesem großen Müllweg hinterlegt haben. Na dann los. Follow me, didn't you? I need to know, Jan. Why did you betray us? Why are you fighting for the Empire? You said it was your goal to destroy the Crystal Guard from the start? There must be a reason for all this. Tell me, Jan! The Crystal Guard? Defenders of the Orthodoxy and its followers. Knights in shining armor, admired by all. Your family? House Jenny Olja has led the Crystal Guard for generations. You feel pride and responsibility. I get that. But get this. It's all a bunch of lies. What? Let me give you a little history lesson. 16 years ago, when the anti-crystallists were busy overthrowing the Orthodoxy, the Crystal Guard surrendered to the Duchy. Voluntarily disarmed. Maybe you've heard the story? What you didn't hear about were the houses that opposed the surrender. The houses that were crushed from within. Proud men slain, heirlooms and property seized. The Crystal Guard lopped off and sold its limbs to save its rotten, stinking skin. You're lying! My true name is Jan Balestra, of House Balestra. Proud knights and opponents of the surrender. House Balestra, whose lord and lady were my parents, killed in cold blood and erased from history. Betrayed by Houses Jenny Olja and Camlin. You following you? Your family and Others killed mine. What? My foster parents told me everything. As they lay there dying. They told me to carry the secret to my grave. Guess it's too late for that. Why do I fight for the Empire? It's simple. For revenge. There's your answer. Now are you still going to stop me? You bet. You bet I'm gonna stop you. You killed our comrades. Our friends. You kidnapped her holiness and tossed her in a cell! You're a traitor! And a murderer! And as the last remaining cavalier, it is my duty to bring you to justice! Huh. There's that single-minded devotion. You're a man with a mission. But can you look me in the eye and tell me that mission is truly your own? Or are you just clinging to the Crystal Guard and its false ideals? Jan, how long are you going to keep us waiting? Your job was to deliver the compass safely to His Majesty, or have you forgotten? Looks like duty calls. I wanted to be the one to kill you, but hey, we don't always get what we want. Amphisbina, over here! So long, you. If
wish we meet again, you can be sure I'll settle the score. Ja, Freunde, und das war jetzt, ist jetzt der geschichtliche Hintergrund, warum Jen die Gruppe verraten hat. Weil die Eltern von Yu und die Eltern von Arthur sie ermordet haben. Und jetzt haben wir hier dieses schleimige Drecksviech an der Hacken kleben und das ist richtig kacke. Amphisbina. So, Amphisbina ist ein zweiköpfiger Drachenwurm oder was auch immer. Und Amphisbina hat zwei Schwächen. Angriffe und Zauber. Das Problem ist, dieses Scheißding rotiert immer wieder seine Schwächen. Das heißt, mal ist der linke Kopf anfällig für physische Angriffe, dann rotiert das Scheißding und dann ist es wieder irgendwo, wo du es nicht kennst. Aber das sehen wir gleich alles. Wir fangen einfach mal an. Und ich greife einfach mal den oberen Kopf an. Du defaultest. Du machst mal magische Gunst. Und du defaultest auch mal. So, gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, da Zungenschlag, okay, nicht so schlimm. So, der Kopf war richtig. Biss, das könnte vergiften, das vergiftet auch. Also haben wir jetzt rausgekriegt, dass der obere Kopf, beziehungsweise der hintere in diesem Fall, Gegengift, anfällig für physischen Schaden ist. Oder der Wolf, Wolfsfang. So, machen wir das doch jetzt mal. La, 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 la. Oh, überrollen, ja, das ist eine fiese Attacke. Aber noch nicht wirklich die schlimme Attacke, von der ich warnen möchte. Physische Gunst. Und du darfst jetzt mal plündern. Mal gucken, was du plündern kannst bei ihm. Da ich jetzt auf Anhieb rausgefunden habe, wer der für die physische Schwäche hat, Bacchus Wein mal 2. Naja, gut. Greifen wir das Viech auch als erstes an. Ich bin mal gespannt, ob es da. Wirbelmix! So, welches ist jetzt das Viech mit der physischen Schwäche? Das ist so gemein. Ich greife den nochmal an. Default. Du machst physische Gunst auf Tiss und Tiss macht auch nochmal. So. Das kannst du wirklich. Da musst du jetzt wirklich Glück haben. Das ist Giftatem. Super, vielen Dank auch. So, und? Der richtige, okay, da ist es wieder, der richtige Kopf. Hat sich nicht verändert. Du benutzt jetzt mal ein Objekt, und zwar Gegengift für Magnolia. Magnolia braved. Aber warte mal, Magnolia kann auch einfach mal losheilen. Oh, nicht, ist ja alles in Ordnung. Und Tiss. Spießhorn. Ach, du Schweinchen. Ja, ist klar. Ja, erstes Tod. Super, das war cool. Nice one. Okay, jetzt. Friendos, der leichte Unterhaltung. Jetzt. Kann ich mit You nichts mehr anfangen. Wir können mal untersuchen. So, du drehst jetzt mal richtig ab. Und du machst Deus Ex. Du machst die Sünde. Und du machst nochmal Deus Ex. Und weil du es kannst, machst du einfach mal Kressfelga. Magnolia, Magiegunst und Tiss. Tiss brauchen wir an sich hier jetzt nicht unbedingt mehr. Du machst mal Brave. Fängst mit einem Diebstahl an, ohne Schaden zu machen. Und dann benutzt du mal ein Gegengift für dich selbst. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Turbo-Äther mal 2. Oh, nice. Das ist gut. So, untersuchen. 3750 hat er. Schwach gegen Wasser. Alles klar. Gattung Drache. Schwach gegen magische Angriffe. Gut, das wissen wir. Er ist jetzt schwach gegen Wasser. Das heißt, ich hätte vielleicht eher mal die Sünde einsetzen sollen. Aber gut. Der kriegt jetzt sowieso so derbs auf den Sack. Und Deus Ex. Das ist herrlich, sowas.
Oh, 900, nice. Dann sündigen wir noch ein bisschen. Was seine Schwächstelle, ja, seine Schwachstelle ist. Oh, 1200. Hier 600 haben wir gesehen. Oh, macht aber schön Schaden. Und dich gucken wir uns natürlich auch noch an. Und ihr seht mal, das Mana von Ilya ist jetzt schon zur Hälfte runter. Nach gut 4 Zaubern. Klatsch. Und tot. Vernichtet. Ach, sind wir nicht gut. Und ich würde sagen, hier ist auch der geeignete Moment für einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Mal gucken, ob Jen wirklich entkommen kann. Ciao.